Was würdest du machen, wenn du erfahren würdest, dass dein Kanal gelöscht wurde? Dann eine Frage, die sehr oft kam, und zwar, ob ich eine Freundin oder einen Freund hätte. Wie ist Burger Pommes Nuggets Go und damit Hallo entstanden? Burger Pommes Nuggets Go und damit Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein Mukbang. Mukbangs in Kurzfassung erklärt sind, ist oft im amerikanischen Teil und in diesen Videos essen Leute und quatschen. Kurzfassung, Feier ich, auf jeden Fall feier ich. genau, ich habe hier im wunderschönen Regenbogenglas, gut, das ist jetzt ein bisschen dunkel, ein Glas Eistee. Lecker. Also es ist, Mukbangs sind so, gehen auch irgendwie in die Richtung ASMR, bloß dass man nicht flüstert. Genau, ich habe über diesen Burger hier schon mal ein Review gemacht, wo ich ihn quasi bewerte mit Punkten. Das ist hier oben zu sehen oder in der Beschreibung. Schaut es euch bitte nach dem Video an, wenn ihr Interesse habt. Und das Video ist zwar schon ein bisschen älter, ist aber auch sehr cool geworden. Und jetzt gönnt euch das Video, denn ich bewerte diesen Burger hier jetzt nicht, sondern esse ihn. Und genau, ich habe euch Fragen auf Instagram gestellt. Meinte auch, die kommen eventuell ins Video. Deswegen werde ich diese jetzt hier in dem Video beantworten. So, let's go. Übrigens habe ich zusätzlich heute ein richtig cooles T-Shirt an. Huch. Döner-Kebab. Yeah. Ich hatte auch Bock auf Döner, aber irgendwie mehr auf Burger jetzt. Burger ist, ich liebe ja Burger auch schon Ewigkeiten. Okay, dann esse ich als erstes mal, würde ich sagen. Huch. Huch, so. Sorry an alle, die gerade richtig Hunger kriegen. Ich fühle euch. Ich gucke auch manchmal so Videos, ne? Dann kriegst du einen Hunger, ne? Okay. So, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Meinung zu Fortnite. Finde ich ein ziemlich cooles Spiel. Ich halte mich ein bisschen ran, weil ich habe echt eine Menge. Kann euch das, soll ich das mal ganz kurz zeigen? Also es ist schon ein bisschen was. Auf jeden Fall, ihr seid einfach die Besten. Hashtag Fastfood Army. Here we go. Genau, ich fange gleich mal an. Also, meine Meinung zu Fortnite ist positiv. Ich feiere das Spiel. Ich spiele es auch ab und zu. Bin jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag spiele, aber doch, also mag ich. Ist ein cooles Spiel. Was ist eure Meinung zu Fortnite? Meinung zu Michael Wendler. Schlager ist gar nicht meins. Deswegen, ich möchte ihn als Person oder Sänger nicht verurteilen, so einen auf den. Weil ich bin generell kein Schlagerfan. Ist nicht so meins. Ansonsten zu den ganzen Schlagzeilen, die derzeit über ihn in der Presse und so weiter stehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, der ist ja mit der Laura zusammen und die ist, glaube ich, 8, 19, 18 oder 19, ich glaube 19. Letztendlich, Liebe ist Liebe so und das Mädchen ist volljährig. Ich weiß nicht. Also, solange da wirklich Liebe natürlich dabei ist, wünsche ich den beiden viel Glück und ja, zu seinem Verhalten. So viel habe ich mich mit denen nicht beschäftigt, deswegen, genau. Kommen bald noch mehr Mukbangs. Hier, Bruder. Ja, feiert ihr das? Schreibt doch mal rein. Hier oben stimmt mal ab. Wollt ihr noch weitere Mukbangs haben? Ist doch cool, oder? Spreche ich es richtig aus? Ja, oder? Ich bin Experte. Nee. Dann eine Frage, die sehr oft kam. Und zwar, ob ich eine Freundin oder einen Freund hätte. Nein, ich habe weder noch. Bei mir läuft nicht. Meldet euch. Nein. Machst du Videos über die 5-Minuten-Tarinen? Habe ich ja schon mal, aber wenn ihr möchtet, kann ich das irgendwann demnächst nochmal gerne machen. Warum so hässlich? Danke trotzdem für das Herz. Wie ist Burger Pommes Nuggets Go und damit Hallo entstanden? Interessiert wahrscheinlich einige. Teilt das Video übrigens auch gerne. Burger Pommes Nuggets Go und damit Hallo! Sorry, ist so entstanden. Und zwar, ich war irgendwie auf dem Schulhof und wusste schon, ich möchte als Fastfood-Boss durchstarten, also Videos produzieren, machen. Huch, ich habe übrigens vergessen. Ist überhaupt keine Werbung, ne? Gar keine Werbung. Ist einfach nur ein schickes Tuch. Ich trage das ganz gern. Aber dann sieht man meinen Döner nicht mehr. Keine Werbung. Das ist ja auch kein Meckes-Burger und so weiter. Egal, auf jeden Fall. Machst du mal ein Zuschauertreffen? PS, kannst du mich grüßen? Klar, Juri, liebe Grüße gehen an dich raus. Es ging an alle Grüße raus. An die ganze Fastfood-Army, ihr wisst Bescheid. Hi auch an alle, die neu dazu eingeschaltet habt. Lasst doch gerne mal ein Abo und ein Like da.
Aktiviert die Glocke. Yeah. Ach so, genau, mit dem Burger. Mir fiel es einfach ein, die Begrüßung. Mir fiel die Begrüßung einfach auf dem Schulhof ein. Voll nice, oder? Feiert ihr die Begrüßung oder nicht so? Nächste Frage. Zuschauer treffen erstmal nicht, weil einmal habe ich von der Reichweite noch nicht so viel. Ich komme ja aus Berlin. Also klar, Berlin ist schon eine Sache, wo viele von meinen Zuschauern wahrscheinlich leben. Hättet ihr da mal Bock drauf? Also ich muss sagen, man muss auch aufpassen natürlich im Internet. Man weiß nie. Gibt jede Menge Leute im Internet und sich da so zu treffen, weiß ich nicht. Aber werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Ich finde Zuschauertreffen auch immer so. Aber ja, doch, auf jeden Fall. Wäre doch cool. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, Leute. Alles cool. Hat noch ein paar Jahre Zeit. Lieblingsburger von Mc's und Lieblingsburger von Burger King. Lieblingsburger von McDonald's, McRib, feiere ich echt wirklich ziemlich doll. Und Lieblingsburger von Burger King, Whopper, würde ich sagen. Schreibt ihr doch einfach mal auf die ganzen Fragen auch eure Antworten. Ich lese immer gerne Kommentare. Ich herz die immer durch, die Kommentare, die coolen. Wie alt bist du? Ich bin 14, ich werde im Sommer 15. Kannst du mich grüßen? Heiße Lilly. Ich liebe deine Videos. Liebe Grüße. Dankeschön. Liebe Grüße zurück und Grüße gehen raus an Lilly. Du könntest auch so machen. Burger, Pommes, Nuggets, go und damit. Hallo Lilly. Burger, Pommes, Nuggets, go und damit. Hallo Juri. An die zwei Leute, die gegrüßt werden wollten. Und Burger, Pommes, Nuggets, go und damit. Hallo an die Fastfood Army. Ach Mann. Ich mag deine Videos. Vielen Dank. Kannst mich grüßen? Heiße Lea. Burger, Pommes, Nuggets, go und damit. Hallo Lea. Oh, das ganze Video ist voll. Wie ist es, ein Meme zu sein? Also, ich würde nicht sagen, dass ich ein krasses Meme bin, aber das stimmt. Ich wurde sehr oft, meine Begrüßung wurde sehr oft schon auf Meme-Pages und so weiter hochgeladen. Und lustig. Also, ich stehe ja zu meinem Spruch und insofern ist das nichts, was mir irgendwie natürlich unangenehm ist, wie auch immer. Eine coole Sache. Was ist deine Lieblings-Fastfood-Kette? Boah, ich weiß es nicht. Früher sehr lange Burger King. Ist natürlich ja auch keine Werbung. Aber Burger King ist mir irgendwie. Irgendwann dachte ich so, ist nicht mehr so meins, so bisschen teurer geworden und schmeckt auch nicht mehr so gut, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also eigentlich schon McDonald's durch die ganzen Aktionen in letzter Zeit. So. Eistee Pfirsich oder Zitrone? Pfirsich. Pfirsich trinke ich öfter, wenn ich Eistee trinke, aber Zitrone schmeckt auch sehr gut. Was war dein bisher bester Burger? Liebe Grüße, bin ein ziemlich großer Fan. Dankeschön, Max. Ehre. Ich muss sagen, ich finde den schon ziemlich lecker. Also das ist schon auch einer meiner Favorite Burger. Hast du eine PS4 und könntest du eventuell mal mit deinen Zuschauern spielen? PS4 habe ich nicht, aber ich habe eine Nintendo Switch und darauf spiele ich auch ab und zu Fortnite, Mario Kart und so. Also ich spiele nicht viel, aber können wir gerne mal machen. Fast Boss sagt, ihr wisst Bescheid. Wie bist du auf YouTube gekommen? YouTube ist, glaube ich, kann jeder irgendwie bestätigen, war irgendwie schon immer auch damals in der dritten Klasse und so. Einfach die Sache, die alle cool fanden oder finden. Und ich weiß nicht, mir liegt das voll. Also ich moderiere gerne. Ich hatte tatsächlich, no joke, ich hatte früher einen Kochkanal, ne? Vielleicht kann ich ja mal wieder ein Kochvideo machen. Hättet ihr Lust? Die nächste Frage ist eine spannende Frage. Was würdest du machen, wenn du erfahren würdest, dass dein Kanal gelöscht wurde? Ich wäre ziemlich traurig, muss ich sagen, weil ihr müsst euch vorstellen, YouTube ist irgendwie mein Hobby. So, ich bin zwar auf der Suche immer noch nach einem Sport oder so. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal weiterhelfen. Aber ich wäre ziemlich traurig, weil ich hier ziemlich Arbeit, Lust, Energie reingesteckt habe oder reinstecke. Und das wäre schon ziemlich. Ich glaube, ich würde. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich wirklich weinen. Also, letztendlich habe ich die Videos ja auch gespeichert so und ich kann natürlich auch. Einen neuen Kanal aufmachen, aber ich habe ja irgendwie ist es mein kleiner Stolz so. Für mich habe ich echt eine Menge erreicht. So also für andere riesige YouTuber vielleicht nicht, aber ich bin von diesem Channel, der weiß ich nicht, 40 Abos hatte, auf ja jetzt 3500 schon gekommen, ne? Und es ist einfach wirklich so richtig familienmäßig, ja, die Fastfood Army, die hält zusammen, ja. Einer für alle, Fastfood Army, ihr wisst Bescheid. Deswegen, also ich wäre wirklich tatsächlich traurig. Isst du auch mal Döner, tatsächlich? Ich finde Döner auch ziemlich lecker. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Burger. Und deins, Nico? Lieblingsgetränk? Tatsächlich Eistee. Woher kommt die Liebe zum Fastfood? Die Liebe zum Fastfood oder die Liebe zum Burger habe ich schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, ich liebe Burger und Burger ist, glaube ich, auch schon mein Lieblingsessen, seit ich 7 bin oder so. Das war es auch schon mit den Fragen.
Ich hoffe, ich konnte sie euch gut beantworten. Entschuldigt, falls ich eine nicht vorgelesen habe oder so. Wir können ja vielleicht nochmal so einen zweiten Teil machen. So ein Frage-Antwort-Video. So lecker. Ach so, weil ich schon ab und zu mal in Videos diese Kroatienmütze auf hatte, haben mich tatsächlich auch mal einige gefragt, ob ich Kroate bin. Nein, ich bin kein Kroate. Ich war mal im Kroatienurlaub und fand die cool. Kroatien ist schon auch sehr, sehr, sehr schön. Mukbangs sind übrigens länger oder öfters etwas länger. Es geht halt auch irgendwie darum, dass man den Leuten Appetit macht und natürlich schön quatscht. Und das ist halt auch einfach eine schöne Sache, so was zu essen, dann bei so ein bisschen zu reden. Wisst ihr, und nicht so den Burger so runterzuschlingen, wenn man so hungert, weil ich hatte wirklich auch ziemlich Hunger. War auch ein langer Schultag heute quasi. War aber gut. Und ich finde die Videos cool. Ich schaue mir sowas auch selber ab und zu ganz gerne an. Jetzt sieht man die Farben auch nochmal richtig schön. Yeah. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe doch. Ihr seid wirklich die Besten. Ich hoffe, ihr habt die Glocke aktiviert. Und schreibt doch mal wirklich, passt auf. Ihr schreibt, was ihr schreiben wollt in die Kommentare. Und schreibt nochmal ein einzelnes Kommentar mit Hashtag FastFoodArmy. Das wäre doch cool, oder? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich gucke nochmal, ob vielleicht jetzt noch schnell eine Frage reingekommen ist, weil die Story ist gerade noch für ein paar Minuten online. Ich habe die gestern nämlich reingehauen. Ach krass, kamen wirklich Sachen rein. Da habt ihr aber Glück. Also, Eistee oder Cola? Eistee? Burger King, KFC oder Mc's? Tatsächlich Mc's wegen diesen ganzen Aktionen. Wie findest du die Aktion von McDonald's vor Weihnachten und Ostern mit denen? Mit den Rabatten. Ziemlich cool, muss ich sagen. Also, es wird sich auf jeden Fall für die lohnen, weil die App, die wurde so oft gedownloadet und die machen ja trotzdem auch irgendwie Gewinn. Bringen auch viele Kunden hin und das ist schon auch eine krasse Aktion. Also, ich finde das, mir gefällt sie sehr gut. Gut, dann Dankeschön fürs Dabeisein. Wie gesagt, ihr seid die Besten.